Seit über einem Jahr bin ich jetzt schon als digitaler Nomade in der Welt unterwegs. Und was soll ich sagen? Ich finde dieses Lebenskonzept immer noch super und ich bin wirklich total dankbar, dass ich das alles erleben darf. Aber es ist natürlich auch nicht immer nur alles eitel Sonnenschein und ich habe auf dem Weg wirklich einige Dinge gemacht, die ich jetzt im Nachhinein anders machen würde. Deshalb möchte ich dir heute meine drei wichtigsten Learnings mit auf den Weg geben, denn ich habe auf dem Weg wirklich einige Fehler gemacht und jetzt weiß ich ganz genau, auf was man achten sollte. Natürlich ist das hier nur meine subjektive Meinung, vielleicht siehst du das auch alles ganz anders, aber vielleicht denkst du dir auch, ach cool, da kann ich von der Erfahrung lernen, das könnte ich auch so für mich übernehmen und deswegen würde ich sagen, legen wir gleich los. Schnell von Ort zu chatten klingt erstmal nach einem spannenden Abenteuer, oder? Ja, das ist es auch, aber das ist auf Dauer wirklich sehr, sehr anstrengend. Gerade wenn du arbeitest oder vielleicht sogar selbstständig bist und ein eigenes Business hast oder im Businessaufbau bist, dann ist es meiner Meinung nach gar nicht möglich, so schnell zu reisen. Immer wieder Koffer packen, seine Sachen von A nach B zu schleppen, das ist wirklich richtig anstrengend auf Dauer. Es sind einfach zwei konkurrierende Ziele. Auf der einen Seite möchtest du reisen, ganz viel entdecken. Auf der anderen Seite möchtest du aber auch in deinem Business mit deiner Arbeit vorankommen. Und ja, das funktioniert nicht so gut miteinander. Wir haben den Fehler zu Beginn auch gemacht und haben zu schnell den Ort und die Unterkünfte gewechselt. Und das ist wirklich einfach nur Stress pur. Du musst immer wieder deinen Koffer packen, dein Zeug ein- und ausräumen, dich wieder neu einrichten. Und das braucht einfach wirklich einiges an Zeit. Wir haben für uns gemerkt, dass wir immer mindestens einen Monat an einem Ort und möglichst auch in einer Unterkunft bleiben wollen. Und mittlerweile ist es sogar schon so weit, dass wir auch mal 2 Monate oder sogar fast 3 Monate an einem Ort sind. Dann können wir wirklich in unseren Routinen bleiben. Wir können uns auch mal wieder im Fitnessstudio suchen und dort anmelden. Ja, und einfach auch wirklich an dem Ort ankommen. Außerdem muss man sich dann auch wirklich nicht stressen, weil man ja genug Zeit hat, den Ort zu erkunden. Also man hat genug Wochenenden, um dann Ausflüge zu machen und die Gegend genau zu erkunden. Und was ich auch für mich gemerkt habe, ich brauche wirklich mittlerweile immer so 1 bis 2 Tage, wenn wir an einem neuen Ort sind, um dann wirklich dort anzukommen, um mich einzurichten und dann wieder wie gewohnt mit der Arbeit zu starten. Meinem Mann fällt es tatsächlich deutlich einfacher, der setzt sich einfach hin und arbeitet, aber ich brauche da wirklich immer so ein paar Tage Übergangszeit und ja. Das habe ich natürlich dann auch erst mit der Zeit gelernt. Es ist natürlich etwas anderes, wenn man jetzt nur Urlaub macht oder sich jetzt mal bewusst entscheidet für 4 Tage, jetzt geht es wirklich nur ums Reisen, jetzt arbeite ich nicht. Dann kann man natürlich auch schneller unterwegs sein. Aber ich spreche hier gerade davon, wenn man wirklich das Reisen und das Arbeiten miteinander kombinieren will. Aber im Allgemeinen mein Tipp, nicht ganz so schnell reisen, wenn du wirklich dich auch noch gleichzeitig auf die Arbeit fokussieren willst. Fehler Nummer 2, den ich auch zu Beginn gemacht habe, ist eine zu kleine Unterkunft buchen oder aber auch nicht ganz genau auf die Ausstattung zu gucken. Ich weiß noch, ganz zu Beginn unserer Reise, da waren wir auch auf Gran Canaria, so wie jetzt gerade, und da hatten wir nur ein Studio-Apartment gebucht. Also das war eigentlich wirklich nur ein Zimmer mit einem abgetrennten Bad. Und ich weiß noch, das Bett, das war auch nochmal durch so einen Vorhang abgetrennt. Aber im Endeffekt war wirklich alles in einem Raum. Ja, und das war auf jeden Fall keine gute Idee. Also wir dachten am Anfang, ah, das reicht uns locker. Wir halten uns ja eh meistens nur draußen auf, aber Pustekuchen. Wir hatten zu der Zeit beide damals einige Calls. Und ich weiß noch, wir hatten dann einen Tisch drin stehen in der Wohnung. Der war auch gar nicht so groß. Und dort haben wir dann beide uns mit unseren Laptops hingesetzt. Und ich sage es dir ganz ehrlich, das war eine absolute Katastrophe. Also wir konnten dort wirklich so schlecht arbeiten, wir konnten uns nicht konzentrieren und wir wollten damals auch nicht immer in ein Coworking gehen, weil wir eben einige Calls hatten, die wir von zu Hause aus machen wollten und ja, also das war kein Spaß. Seitdem achte ich auch wirklich darauf, dass wir uns immer mindestens eine Zweizimmerwohnung mieten, also wenn wir das jetzt über Airbnb machen und ich schaue mir dann auch immer ganz genau an, was für ein Tisch steht da drin, wie sind die Stühle, haben die eine hohe Lehne, dass man da nicht immer so, ja, krüppelig drauf sitzt. Vielleicht gibt es in der Wohnung ja sogar einen richtigen Arbeitsplatz mit einem Bürostuhl oder vielleicht steht auch noch ein zweiter Tisch im Schlafzimmer. Das sind alles so Punkte, auf die ich mittlerweile ganz besonders achte. Und auch ganz wichtig, das zweite Zimmer muss auf jeden Fall durch eine Tür abgetrennt sein. Falls jetzt dann einer von uns beiden dann mal einen Call hat, dann kann der andere dann in das andere
andere Zimmer gehen und ja, das ist einfach viel, viel angenehmer. Und natürlich das Wichtigste, wirklich vorher informieren, wie das Internet vor Ort ist. Also ich gehe dann wirklich bei Airbnb alle Bewertungen durch und gucke, was da übers Internet geschrieben wurde. Aber was ich auch schon gemacht habe, dass ich den Hosts einfach vorab schon mal geschrieben habe, weil eine gute und stabile Internetverbindung ist einfach das A und O. Und glaub mir, du hast keinen Spaß, wenn das WLAN dann vor Ort nicht funktioniert. Je länger man reist, merkt man dann auch, was einem wirklich wichtig ist, was man für Bedürfnisse hat, auf was man nicht mehr verzichten mag. Und ja, auf was ich auch noch immer achte, dass wirklich das Bett groß genug ist. Also mein Mann, der ist über 1,90 Meter groß und wir hatten das auch schon, dass wir dann in einem zu kleinen Bett schlafen mussten. Und ja, das macht dann auch nicht so viel Spaß. Schlaf ist einfach super wichtig und ja, darauf achte ich auch noch. Und falls man dann doch mal nur in einem Zimmer lebt oder vielleicht auch nur in einem Hotelzimmer, dann achte ich wirklich darauf, dass ein gutes Coworking in der Nähe ist. Aber mein Tipp, investiere ein bisschen mehr Geld in eine größere Wohnung, in der du komfortabel leben kannst, mit einem ordentlichen Arbeitsplatz, mit bequemen Stühlen und ganz wichtig natürlich zuverlässigem Internet. Also ich investiere da persönlich lieber ein bisschen mehr Geld und fühle mich dann in der Wohnung wohl und habe auch gute Arbeitsbedingungen. Und jetzt kommen wir zu einem wirklich sehr, sehr wichtigen Punkt, der FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Du darfst als digitaler Nomade einfach keine FOMO haben. Ich kenne das ja selber, wenn wir an einem neuen Ort sind, dann kommt mein Entdeckergeist durch. Dann möchte ich am liebsten sofort loslegen, alles erkunden, Ausflüge machen und die Arbeit einfach komplett links liegen lassen. Aber vergiss nicht, du bist nicht im Urlaub. Auch wenn das natürlich viele Angehörige, zumindest aus unserer Familie, immer noch denken, ja, ihr seid doch das ganze Jahr über im Urlaub. Nein, das bist du nicht. Es ist wirklich leicht, sich von all den Möglichkeiten und den neuen Eindrücken überwältigen zu lassen. Aber man muss da einfach wirklich eine gute Balance finden. Man muss nicht jeden Tag rausgehen. Es gibt auch wirklich Tage, an denen sitzt du, oder zumindest wir, bei uns ist das so, sitzen wir nur vor unseren Laptops in der Wohnung und gehst höchstens noch mal abends zum Spazieren raus. Und ganz ehrlich, das ist ganz normal. Solche Tage gibt es. Das wäre ja in Deutschland ganz genauso. Man muss einfach einen guten Rhythmus zwischen Arbeit und Reisen finden. Und ja, das ist natürlich auch bei jedem Menschen anders. Aber da kommen wir auch wieder zum ersten Punkt, was wir für uns festgestellt haben. Wenn wir mindestens einen Monat an einem Ort sind, dann fühlen wir diese FOMO nicht mehr so arg, weil dann haben wir ja genug Zeit, Ausflüge zu machen und alles ganz genau zu erkunden. Ja, das waren sie, meine drei größten Fallen, in die man als digitaler Nomade sehr leicht tappen kann. Für mich persönlich sind wirklich langsames Reisen, ein komfortabler Arbeitsplatz und eine gute Balance zwischen Reisen und Arbeiten, ein Leben ohne FOMO, wirklich der Schlüssel für ein erfolgreiches Leben als digitaler Nomade. Hast du noch weitere Tipps zu diesem Thema? Dann teile sie gerne mal in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut!